so. Das war ja Playback. Bei meiner Stimme sollte ich lieber nicht singen. Wann hat eigentlich Mozart angefangen zu spielen? Ich glaube, mit 4. Mit 6 hat er sein erstes Konzert gegeben. Ich glaube, ist schon durch. Mit 5 ging's los, ne? 6, erstes Konzert, genau. Und jetzt gibt es ein kleines Wunderkind. Ja. Das hat noch früher angefangen. In Petershagen nämlich. Ja, da ist er, der Kleine. Und wenn Sie den gleich sehen, achten Sie mal darauf, wie so ein Knirps, der eigentlich noch draußen spielt, plötzlich über die Tasten fliegt. Zauberhaft und wunderbar. Was macht er? Guck mal. So, jetzt muss ich mich kleiner machen, damit man ihn sieht. Ja! Ja, schauen Sie sich das mal an. Er ist gerade mal 5 und schon seit 2 Jahren spielt Maddox Klavier. Inzwischen hat er Unterricht bei der Echo-Preisträgerin Elisaveta Blumina aus St. Petersburg. Das quakt ein bisschen, ne? Das klappert ein bisschen. Ja? Versuchen wir nochmal und gleich beide Hände zusammen. Und jetzt. Die Konzertpianistin will sein besonderes Talent fördern. Zusammen? Ja? Ich bekam eine E-Mail, dass ich einen Jungen mir anhören möchte. Und ich habe ihn dann gehört. Also es geht hier nicht um ein ganz normales Kind, was einfach so mal Klavierunterricht nimmt, sondern es geht um ein Kind, was hochbegabt ist, was hochmusikalisch ist, was will und was fleißig ist. Merkst du, ne, was ich mache? Mhm. Okay. Genau. Maddox wird 2-mal in der Woche von seiner Mama von Petershagen nach Berlin zum Unterricht gefahren. Etwa eine Stunde Fahrt pro Strecke. Und dazu kommt noch eine Stunde Üben am Tag. Maddox fordert das ein. Ich möchte ganz viel üben. Ich möchte ja in der ganzen Welt spielen. Ehrlich? Maddox' Hochbegabung ist schon früh aufgefallen. Mit 2 konnte er Zahlen lesen, mit 2,5 das Alphabet, mit 3 die Uhr. Für seine Familie ist dieses Talent eine große Herausforderung. Den ganzen Tag löchert er seine Eltern mit Fragen. Das ist wie ein Computer, er saugt Wissen auf und alles, was er jemals irgendwo gehört hat, das speichert er ab und ruft es dann bei Gelegenheit ab. Er ist unglaublich fit mit Zahlen, also er liest wirklich Zahlen schon im 6-stelligen Bereich und alles, rechnet auch und ist wie gesagt, also er interessiert sich für Dinge, für die sich normalerweise Kinder in dem Alter nicht interessieren. Also er liest sehr gerne Musikerbiografien, jetzt im Moment gerade Haydn und Bach und will dann auch wirklich immer das Ganze, wenn er irgendwas liest in dem Buch, will er dann wieder die Fakten dazu wissen. Denn auch, was ich, da wird eine Kirche erwähnt. Will er wissen, wie die aussieht, wann die gebaut wurde, wie viele Glocken da drin sind. Also das ist halt wirklich, er will nur Wissen aufsaugen. Also das ist phänomenal. In Maddox' Familie waren nur die Urgroßeltern Berufsmusiker. Maddox' Mutter, eine Unternehmensberaterin, spielt selbst gelegentlich Klavier für den Hausgebrauch. Immer schon auffällig war Maddox' Begeisterung für Töne und Klänge. Genau. Ich höre schon was. Steffen Rübsam vom Schlossgut Altlandsberg stellt Maddox sogar den Flügel in der Kirche zum Üben zur Verfügung. Er hatte den 5-Jährigen im Konzert gesehen. Das fand ich so aufregend und auch viele andere fanden das so toll, wie der kleine Kerl da saß und mit den Füßen nicht an die Pedale kam. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dem müssen wir eine Chance geben. Und der muss einfach auch auf einem Flügel spielen lernen, dass er wirklich merkt, wie Anschläge funktionieren, wie auch ein Flügel dann klingt. Das ist in so einer Kirche ja auch nochmal anders, als wenn es in irgendeinem trockenen Raum ist. Das heißt, du hörst dich auch selber besser. Maddox gibt schon regelmäßig kleine Konzerte und will jetzt auch noch komponieren lernen. Zum Ausgleich muss natürlich auch mal toben sein, am liebsten zu Hause mit den Hunden Peaches und Velvet. Doch länger ohne die Welt der Musik geht nicht. Bei einem mehrtägigen Ausflug nach Leipzig war das kleine Wunderkind unausstehlich. Also er hat immer nur noch da gesagt, ich möchte mein Klavier, ich möchte mein Klavier. Und es war wirklich, es war der Horror. Bis er im Schumannhaus einen Flügel gesehen hat und wirklich ohne Umschweife rangegangen ist und seinen ganzen Frust sich von der Seele gespielt hat. Und dann war die Welt wieder in Ordnung. Maddox' kleiner Bruder könnte Wunderkind Nummer 2 werden. Hier kam ein Ton raus. Der 3-jährige Miles will nämlich unbedingt Geige spielen lernen.